Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben eine echt coole Release-Woche, in my opinion. Wir hatten eben schon Apache, das Video dazu schon online. Und jetzt haben wir Nina Chuber zusammen mit Chapo 102. Freue ich mich sehr drauf. Wir haben ja am Dienstag in die Hörprobe reingehört. Zusammen haben wir auch ein Video zu gemacht. Falls ihr also meinen ersten Eindruck zu der Hook haben wollt, ja, die habt ihr dann hier oben im i. Da haben wir auch in einen Unreleased-Song von Tilo unter anderem reingehört. Verliebter wird er heißen. Wo ich mich auch sehr drauf freue. Checkt das gerne ab, das Format kommt immer dienstags, wo wir in die Songs rauskommen, die eventuell am Wochenende, wo wir in die Songs reinhören, die eventuell am Wochenende rauskommen, wo wir eben auf die Hörproben uns schon mal ein bisschen aufs Wochenende freuen und zusammen hypen. Jetzt haben wir den ganzen Song hier endlich, Nina Chuber und Chapo 1 und 2, Ich hasse dich. Und der hat mich ja auch bei der Hörprobe schon abgeholt. Hat mich nicht so krass geil, wo ich dachte, oh krass, das muss ich jetzt unbedingt direkt hören. Aber ich habe jetzt immer wieder auf Instagram schon heute so Trailer gesehen, auf Mute extra gehört. Aber das Musikvideo scheint sehr, sehr krass gewesen zu sein oder scheint sehr krass zu sein. Ich freue mich drauf. Ihr wisst, ich mag Nina Chuber sehr gerne. Ich habe sie mit Tracksuit Velour entdeckt. Reaction dazu ist, glaube ich, auch online. Müsste online sein. Und dann hat sie mich komplett gecatcht mit Alles gleich, was mich echt aus den Socken gehauen hat. Und neben mich auch, also unfassbar gute Songs, wo wir auch zu viel an Reaction gemacht haben. Jetzt haben wir hier also Ich hasse dich, das Ganze ist produziert von, es ist immer schwierig bei solchen Produktionen das zu finden. Also das Video ist auf jeden Fall, Bank. Video Credits ist von Bank und haben wir hier Song Credits, produced by Flo August. Alright, ich bin sehr gespannt. Wir hauen rein, let's go. Jede Nummer von Topmodel-Typen in deinem Handy. Hast noch nie einen Korb bekommen, außer dem mit Präsenten. Würd mich nicht mal wundern, wenn du plötzlich Präsident bist, weil... Das Musikvideo ist echt high quality, ist krass. Jeder trägt dich Huren so bedingungslos auf Händen. Und du weißt, wie das geht mit diesen Steuern und Finanzen. Hast von jedem gut laufenden Unternehmen Aktien. Kriegst alles geschenkt, okay. Kriegst alles hin. Bro, ich mag das, hat so sehr krasse Punkrock-Vibes. Mag ich. Bis Weihnachten nicht zerrissen, weil deine Eltern noch zu... Auch vom Outfit her sieht so sehr rebellisch aus. Gestriegelt und faltenlos gewonnen, der Gen-Lotterie und ich hab das falsche Los, immer nieten, c'est la vie. Sag mir, womit hast du das verdient? Womit hast du das verdient? Und das glaube ich hast es. Oh! Ey, nice! Hast dich. Okay. Das hört sich echt nochmal anders als in der Hörprobe, wo wir eine Reaction drauf gemacht haben. Mir gefällt es halt wirklich, halt diese Punk-Rock-Elemente. Es wirkt so, keine Ahnung, sehr, sehr aufmüpfig, so sehr rebellisch irgendwie. Finde ich gut, Mann. Finde ich cool, actually. Ich mag, dass du upspeedest ein bisschen. Hastig. Ich glaub, ich hasse dich. Boah, das Musikvideo sticht für mich raus. Also für mich ist gerade das, was mir am meisten gefällt, das Musikvideo, to be honest. Die Performance von denen, die Settings, die Sets, der Cut, gefällt mir sehr cool. Das Musikvideo ist echt, ist Spitzenklasse. Hummerschwanz und Kaviar verschwinden im Kolgate-Lächeln. Krass, man, so viele geile Szenen. Einen Job und nebenbei noch Wale retten, würd dir gern die Nase brechen, auch wenn's sich nicht lohnt. Denn dein Daddy ist dein Anwalt und dein Onkel ist Chirurg. Hast ein Bentley, hast ein Boot, hast den eigenen Pilot. Und egal, wo du auch sitzt, ich glaube, wir können alle relaten. Wir alle haben mindestens eine Person im Kopf, wo wir denken, Digga, dir würde ich auch gerne mal einfach mit freundlichen Grüßen die Nase brechen. Einfach, weil du das und das und das alles hast, ohne dafür irgendwas gemacht zu haben. So, das ist ja so dieses, dieser typische, ja, BWL-Justus, so, weißt du, oder so, keine Ahnung. Das Girl von nebenan, was nichts gemacht hat, aber ihr Papa bezahlt ja alles, so, wisst ihr? Da hat man dieses Dings, Junge, raff dich mal, da will man die Leute so schütteln, Junge, weil die dann da so in ihrer Welt gefangen sind einfach. Hast den eigenen Pilot und egal wo du auch sitzt, fällt dir alles in den Schoß, ne Fresse für... Geile Zeile, egal wo du auch sitzt, es fällt dir alles in den Schoß, also egal wie schlecht deine Umstände sind und egal ob du irgendwas dafür gemacht hast oder nicht, dir fällt alles in den Schoß. Super geile Zeile. Pilot und egal wo du auch sitzt, fällt dir alles in den Schoß, ne Fresse für die Vogue und ein Haus in Saint-Tropez, dein Herz wird nie gebrochen, sag das letzte... Junge, holy shit, also das Musikvideo ist wirklich insane. Alles ganz cool gemacht, weil er natürlich obviously hier in der Wand ist so ein Loch drin, wo er dann durchsteckt quasi. Hier sieht man es so ganz bisschen, weil es da einfach schwarz wird. Und dann haben sie die Beine oben angeklebt und mit, I guess,
Styropor, würde ich jetzt am ehesten sagen, oder so Zeitungspapier ausgefüllt. Aber sieht ultra cool aus, man. Cool gemacht. Für die Szene habe ich mich dann auch mal hingelegt. Einmal musste auch mal sein. Sag mir, womit hast du das verdient? Womit hast du das verdient? Oh mein Gott, wie gut sieht das denn aus? Ist das in diesem Vivo-Ding? Das sieht ein bisschen aus, wo sie mit Vivo performt, aber I'm not sure. Sieht unfassbar geil aus, holy shit, Junge. Krass. Also Video-Credits insane, wow. Das Video ist unfassbar geil. Also wirklich, ich sag's immer wieder, das Video ist unfassbar geil. Holy shit, so coole Ideen. So coole Ideen. Plastik. Geil, ey, ich bin so happy über diesen Song gerade. Also, das ist vom Vibe her, so diesen Punkrock-Vibe mag ich ab und an mal ganz gerne. Aber es ist halt jetzt nicht, dass ich das mir in meine Playlist packen würde, so, weil dafür ist es zu wenig von meinen musikalischen Präferenzen entfernt, würde ich sagen. Aber ich finde die Message geil, Mann. Jeder kann mit dieser Message oder dem Song relaten. Und ich liebe das Musikvideo. Und trotzdem mag ich so die Hook auf jeden Fall gerne. Und es ist trotzdem nice gemacht, ja. Ich liebe auch die Performance von den beiden. Ich mag auch dieses gedrückte Tiefe bei Nina. Fette Karo und die Art, wie du sie. Ja, ich hasse dich. Wieso kommst du so gut an? Ich hasse euch nicht, ich mag euch beide unfassbar gerne. Bei den Mädels an der Bar. Merkt denn niemand, was du sagst, ist alles Plastik. Ich glaube, ich hasse dich. Das hatten wir gehört in der Hörprobe. Aber das ist schon geil, der Part ist geil. Ist vielleicht ein bisschen drastisch. Aber ich hasse dich. Und ich glaube, ich hasse dich. Okay, doch. Okay, ey, ich weiß nicht. Je länger man das hört, desto mehr ist es in meinem Kopf drin. Und mein Kopf sagt, gib mir mehr davon. Ich hoffe, dass dieser Moment nicht gescriptet war, dass er ihm so ein Becher auch noch auf den Kopf wirft. Wieso kommst du so gut an bei den Mädels an der Bar? Merkt denn niemand, was du sagst? Ist alles Plastik. Hey, gib's a man. Ich glaub, ich hasse dich. Wow. Drastisch. Super sympathisch. Super sympathisch. Okay, Shoutouts gehen raus an Amazon Music und Breakthrough. Und an, also Video-Credits nochmal geben. Ich hab's eben schon gesagt, aber eine Bank produziert Nina Chuba. Ich hasse dich. Regie, ich versuch's richtig auszusprechen. Chehat Abdallah. Ich hoffe, ich hab's einigermaßen richtig ausgesprochen. Und dann alle anderen, die hier dran beteiligt waren, unfassbar geil geworden. Holy shit, also das Musikvideo ist wirklich, es hat einen Preis verdient, finde ich. Also ernsthaft, das ist so fett geworden. So viele coole Ideen. Am Ende, ich fand's cool, wir hatten so ein paar B-Roll-Aufnahmen, quasi so ein paar Outtakes auch noch mit drin, die mir unfassbar gut gefallen haben, wo sie einfach ein bisschen rumgelacht haben und irgendwas nicht ganz geklappt hat, aber sie haben es reingepackt, weil der Musikvideodreh war, glaube ich, unfassbar spaßig. Ich hoffe, wir kriegen ein Making-of, ähnlich wie zum Wildberry Delay Remix-Videodreh mit Juju zusammen. Würde mich zumindest sehr freuen, weil das super interessant ist, was da alles passiert ist und das einfach nach einer guten Zeit für die aussah, ja. Ansonsten, wie gesagt, es hat nicht 100% meinen Taste getroffen, also trotzdem, also Leute sagen auch immer, ey Flo, du bewertest ja alles immer nur gut, bla 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 bla, aber selbst wenn es jetzt nicht meinen musikalischen Geschmack getroffen hat, kann ich doch sagen, ey, das war gut im Sinne von bla 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 und bla. Und ich muss ja, so selbst wenn irgendwas nicht meinem musikalischen, persönlichen Geschmack hundertprozentig entspricht, kann ich mich ja trotzdem auf die positiven Sachen konzentrieren, die mir gefallen haben, anstatt hier zu sitzen und zu sagen, ja, also das war jetzt nicht für 100% für mich gemacht, das Lied, ne? Von daher muss ich das jetzt schlecht reden. Das checke ich immer nicht, keine Ahnung, da müsst ihr andere Leute gucken, die das dann machen, aber das war halt obviously trotzdem gut so. Ob es jetzt meinen Geschmack trifft oder nicht, ist ja eine andere Sache. Egal, auf jeden Fall unfassbar cooles Musikvideo. Ich fand, die haben auch gut zusammen harmoniert, die beiden. Sowohl im Musikvideo auch so interaktionsmäßig, aber auch musikalisch gesehen hat mir das sehr gut gefallen. Und bleibt auf jeden Fall im Kopf, Mann. Bleibt auf jeden Fall im Kopf. Und allein dafür, dass wir alle hier eine Person die ganze Zeit im Kopf hatten oder mehrere, wo wir denken, ja, dich hasse ich, Junge, dich hasse ich. Allein dafür hat sich das gelohnt. Ja, lasst mal auf jeden Fall Meinung dazu in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, bleibt bitte alle so fresh und gut aussehen, wie ihr seid, weil das seid ihr alle unfassbar doll, muss ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns. Bleibt fresh und ciao.